Silvester machen die einen drauf und morgens geht's zum Neujahrslauf. Unter diesem Motto dürften sich auch in diesem Jahr wieder viele Merseburger auf der Gliaplatte eingefunden haben, zumal wir in diesem Jahr ein Jubiläum feiern. 20 Jahre Neujahrslauf in Merseburg. Kommen Sie mit. Wie Sie sehen, sind wir nicht die Einzigen. Das Gedränge am Start muss man aber nicht zu ernst nehmen. Wir wollen ja nur mitmachen und nicht unbedingt Erster werden. Das gebe ich auch an bei meinem Gespräch mit Klaus Treuter, der das Treiben mit der Kamera beobachtet. Ja, total. Wie viele Mal rennst du mit? Das müsste bei mir das 12. Mal sein. Nee, das 11. Mal sein. Welche war deine beste Platzierung in den 11 Jahren? Am Anfang war ich etwas schneller. Das lässt im Laufe der Jahre nach. Ja. Aber in deiner Altersklasse bist du noch gut. Ich bin zufrieden. Und eigentlich ist mir das ja auch sowieso ein bisschen kurz. Ja. Ich laufe ja nur eine Runde, weil ich ja selber auch noch ein bisschen aufnehmen will. Und wir sehen uns dann hinter der Kamera. Ich habe dich noch nicht gesehen, hier bei den 20 Mal. Oh, da sehe ich noch einige hinter. Das ist Wahnsinn. Nun wird gleich der Startschuss fallen, traditionell ausgeführt durch die Schützengilde. Warte, heute wird den Startschuss? Jawohl, wie jedes Jahr. Schon über 10 Jahre machen wir den. Also habt ihr sozusagen schon viel Übung darin, hier mal das Ding zu beginnen? Wir hoffen, dass es wie jedes Jahr klappt. Und es klappt. Der Strom von ca. 580 Läufern, der sich jetzt in die Gotthardstraße ergießt, wird dominiert von gelben Hemden, die die Organisatoren in diesem Jahr an alle Starter ausgegeben haben. Ich habe Ihnen ja versprochen, Sie eine Runde mitzunehmen. Die wackeligen Bilder zeigen zuerst, wie sich in der Gotthardstraße die Schlange der Läufer auseinanderzieht. An der Spitze haben wir keine Chance, aber hier hinten geht es gemütlicher zu. Kurz vor der Einmündung in den Lindenplan hat sich endgültig die Spreu vom Weizen getrennt. Auch Struppi kann jetzt mitlaufen, ohne Gefahr zu laufen, dass ihm jemand auf den Schwanz tritt. Über Apothekerberg, Markt und breite Straße geht es schließlich in die Sixtystraße. Und da haben wir es auch schon fast geschafft. Noch mit letzter Kraft die Schräge der Wagnerstraße hoch. Und dann biegen wir auch schon nach links ab in Richtung Gliaplatte. Wir laufen ja bloß eine Runde. Ich wollte doch unbedingt meinen Zieleinlauf dokumentiert haben. Es sieht natürlich ein bisschen langsam aus. Das ist aber nur, damit das Bild nicht so verwackelt ist. Andere haben jetzt noch ihre zweite oder dritte Runde vor sich. Weiter geht's. Hier ein Starter mit der 126. Glückwunsch. Und von der Erzziel. Und hier die 354, der zweite Läufer. Dass ich beim Einlauf der Sieger auf die Zuarbeit von Klaus Treuter angewiesen bin, ist logisch. Aber natürlich wollten wir auch zeigen, dass es Sieger gibt. Aber wenn Sie es richtig betrachten, gibt es eigentlich nur Sieger. Wer möchte nicht mal so begeistert empfangen werden? Die Bilanz der Präsidentin des Kreissportbundes, Angela Heimbach, fällt entsprechend positiv aus.
Das ist jetzt das 20. Mal, dass wir den Neujahrslauf hier in Merseburg haben. Sind Sie da ein bisschen stolz drauf? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man mit fast 600 Teilnehmern jedes Jahr hier in das neue Jahr startet, dann kann man schon stolz drauf sein. Also es ist eine tolle Tradition, die wir auch aufrechterhalten werden. Und die Merseburger und auch weit Angereiste danken es uns. Wir haben einige, also ich glaube, es waren 4, die das 20. Mal dabei gewesen sind. Und ich denke, das ist eine tolle Geschichte. Nun wäre noch über die Ehrung der Sieger zu berichten. Die Erstplatzierten bei der kurzen Strecke über 1,7 Kilometer wie auch der 3-Runden-Strecke über 1,5 Kilometer sehen Sie hier als Liste eingeblendet. Auf der Webseite des Kreissportbundes gibt es das Ganze nochmal zum Nachlesen. Herzlichen Glückwunsch! Herr Engel, gibt's noch einen Tusch oder was? Nochmal hochziehende Musik? I wonder what's wrong.